Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Thomas Wobb und heute geht es wieder um saisonale Trading-Gelegenheiten aus dem Traders Magazin. Diesmal die Ausgabe November 2018. Und zwar sehen Sie hier die erste Trading-Idee Merck, die am 19. Oktober zum Einstieg, please. Und dabei soll sich eine 22-prozentige Gewinnchance ergeben, wenn man die Position bis zum 13. Mai offen hält. Und Sie sehen jetzt hier diesen Chart. Das war der Chart, wie ich ihn analysiert hatte für diese Artikelserie. Und jetzt lassen wir mal den Kurs nach vorne springen. Was wir hier sehen, Einstiegstag, Ausstiegstag, der Pfeil zeigt die Positionsrichtung an. Wir sehen, das Papier befand sich im Abwärtstrend. Auf mittelfristiger Basis, kurzfristig aber schon wieder in einem kleinen Aufwärtstrend. Jetzt schauen wir uns mal an, was in der aktuellen Phase, wo doch der DAX und auch die Wall Street massiv in den Keller gerauscht ist, aus dieser Aktie passiert ist. Gehen wir mal schrittweise nach vorne. Der Trend wurde angesteuert. Unten ging es erst durch. Nahezu exakt am Einstiegstag kam in dieser Aktie das Tief. Und jetzt schauen Sie sich das an. Das ist jetzt der aktuelle Kurs und man kann sagen, wir haben es hier mit einer sehr starken Aktie zu tun. Während der DAX ja wieder mal die Tiefs gestern, die letzten Tage getestet hat. Und wer also hier diese Gelegenheit beim Schopf gepackt hat, hat genau das Richtige getan, ist nämlich long gegangen und soll die Position weiter im Bestand halten. Denn wie gesagt, es winken knapp 22, hier steht es 21,24% Gewinn. Und das war jetzt die erste Trading-Idee. Und die zweite Trading-Idee ist der neue DAX-Wert Wirecard. So, auch hier habe ich mal den Stand für Sie aufbereitet, als ich die Analyse erstellt hatte. Damals befand sich die Wirecard-Aktie im Aufwärtstrend, hat hier einen Widerstand ausgebildet und ich schrieb in dem Artikel, wenn man hier einsteigt am 15. November, dann wäre es am besten, wenn die Aktie gerade zu diesem Zeitpunkt hier nach oben ausbrechen. Wie wir natürlich jetzt alle aus den Nachrichten wissen, war das natürlich nicht das, was in dieser Aktie passiert ist. Wir sehen, hier ist der Aufwärtstrend gebrochen worden, die Aktie hat einen neuen Abwärtstrend ausgebildet und gerade die letzten Tage ist diese Aktie mit dem deutschen Aktienindex natürlich deutlich in den Keller gerauscht. Das bedeutet, wir müssen jetzt hier mal erst eine neue Analyse machen, weil Problem ist ja wirklich, dass bei dieser Aktie der Aufwärtstrend gebrochen ist, was ja bei der Merck-Aktie nicht der Fall war. So, wir haben jetzt hier einen neuen steilen Abwärtstrend und die Aktie müsste erstmal Stärke zeigen, damit sie uns signalisiert, sie will weiter nach oben. Das heißt, wir haben jetzt hier eine Unterstützungslinie, an die jetzt die Aktie angekommen ist. Wir haben hier eine neue Widerstandslinie. Also für mich ist die Wirecard-Aktie erst ein klarer Kauf. Wenn das Papier wieder über 149 Euro steigt, das sind natürlich von jetzt ab 15%, die es erst nach oben gehen muss. Alternativ sollte jeder, der hier ein eigenes Chartprogramm hat, sich immer eine 10-Tages-Hochlinie in den Kursverlauf reinlegen und wenn die Aktie in den nächsten 4 Wochen diese 10-Tage-Hochlinie, das heißt, die würde ja von hier dann immer fallen, die liegt momentan hier in diesem Bereich. Die würde jeden Tag etwas fallen. Wenn also diese Linie überschritten wird, dann lohnt sich hier eine Long-Position. Momentan muss man aber sagen, sehr viele Aktien, die eigentlich saisonal einen Boden ausweisen, verhalten sich nicht so, wie sie sollen. Und da bleibt man eigentlich eher erstmal an der Seitenlinie stehen. Merck ist halt die rühmliche Ausnahme, genauso wie die Stärke der Deutschen Telekom momentan eine Ausnahme ist und auch bei E.ON.
Aber diese hätte man mit Charttechnik vorher schon identifizieren können. Also Saisonalität momentan etwas schwierig. So, meine Damen und Herren, das war es wieder mal aus meiner Analystenstube. Am Freitag und Samstag bin ich auf der World of Trading und da bin ich bei Lenz und Partner um 11 Uhr morgens am Stand, um mal zu zeigen, was man mit der hier genutzten Taipan-Software alles machen kann. Das war's. Tschüss und bis zum nächsten Mal.